Lustig wäre es, wenn wir irgendwann mal Panzer bombardieren müssen. Es gibt ja tatsächlich nachher, wir nehmen uns die Marine, die Militärbasis vor uns ein. Es gibt ja tatsächlich nachher Bomben, die spezialisiert sind auf gepanzerte Bodenziele. Nice. Also wir drehen nach links. Genau. Gleiches Muster, ich bleib auf der linken Seite der Basis, du auf der rechten. Bereit, wieder zu verlieren? Immer. Das für Frieden und Sozialismus seid bereit. Immer bereit. Ach ja. Sehr schön. Achtung bei Kartensektor C4. Pilot, machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. So. Wechsel zu. Ach so. Beginne Steigflug. Ja. Bin in 10 Minuten wieder da. Räume kurz mein Zimmer auf und mache es mir gemütlich. Alles klar, Rage, dann bis gleich. Steigflug beendet. Jo. So. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Jo. Da sind wir dabei. Es gibt übrigens nur eine, du auf der anderen Seite. Es sind 5er dabei. Ach, nö. Okay. Ja, der verdammt. Punkt wurde schon bombardiert. Der Punkt wird auch gerade bombardiert. Dann nehme ich den da. Der Punkt wird auch gerade bomben. Oh, komm mir richtig useless vor gerade. Ja, du bist der Bomber und alles ist weggebombt. Echt so. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Hä? Ja, moin. Pass auf, da kommt eine BF. Ja, soll sie kommen. Die hat mich gerade rausgehauen. Ja, mich haut sie jetzt gleich auch aus. Ich booste jetzt noch zu dem letzten Bombenziel und hoffe, dass ich noch fix die Bomben fallen lassen kann. Guck mal, da ist ein kleines Spitfire. Das Gegnerteam hat eine kleine Spitfire. Ist nicht süß. Wie groß ist ein 7er? Ich glaube, wir müssen noch höher gehen. Ja. Wollen wir mal gucken, wie hoch wir maximal kommen? Ja, können wir machen. Ich fliege jetzt übrigens zu der anderen Militärbasis, ne? Ja, würde ich auch machen. Okay, ich steige dann gleich mal ein bisschen drastischer an. Ich kann ja noch mehr. Rein theoretisch müssten die auf 4.000, 5.000 Meter Höhe kommen. Ohne Probleme. Die Frage ist, ob das hier auch so möglich ist. Dunk! Eine Eiferwand zerschallt. Abgestürzt. Was? Das wäre aber richtig bitter dann. Weil ich habe noch eine Salve Bomben dabei. Ich bin noch 2,5. Dito? Haben noch 15 Sekunden. Ist gleich weg. Strömungsabriss? Strömungsabriss? 2,8. 2,7. Und ich gehe mal ganz kurz runter. Und das. Oh, hier oben sieht es schön aus. Ja, hier ist so schön ruhig. Leichter machen. Und von 300 km/h Anfangsspeed bin ich jetzt noch bei 180. 60. Oh, er stürzt wieder ab. Also ich bin auf 2,7 hochgekommen. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung. Ah, da vorne ist. Da vorne ist der Horizont. Sehr gut. Wo ist der Horizont? Wo ist wieder stabile Seitenlage? Jo, dann bomb du mal den Shit aus der Basis. Ich hab noch einen Bombenabwurf, bevor ich, ja. Jo, ich hab noch 3. Ja, ich habe ja vorher aus der anderen noch ein bisschen was bomben können. Ja, zieht quer durch. Ich bomb was übrig ist. Danach gehen wir eine Runde aufladen und dann kommen wir wieder. Ey Leute, ich bin auf 3000 Meter, ist gut, ne? So, ich bin weg. da kommt eine BF-110, der Thomas wieder. Lol, ich bin doch schon auf 3000. Ja, und er zieht fett ran. Wo ist er denn? Direkt hinter dir. Hä? Wie kommt er denn so schnell hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Was geht denn ab mit ihm? Ich hab dummerweise nur ein Heckgeschütz.
3000 Meter und auf einmal ist er da. Hey, ich hab schon 10 Punkte Schaden gemacht. 16, 17, 20. Aber sag mal, die BF-110... Die hab ich auch. Ist ein Fünfer. Er hat die E, nicht die B. Oh, er hat schon die einen weiter. Alles klar. Ja. Kein Wunder, dass er uns einfach nur vom Himmel guckt. Das ist echt so, Alter. Schon 2200 persönliche Punkte. Nice. Übrigens, auf 3000 Meter kommt man. Ah, sehr gut. Auf wieder zur Militärbasis. Nö, ich flieg zur Garnison. Okay. Dann flieg ich zur Militärbasis und mache so das Story da zu Ende. Okay. Ich sollte aber auf 800 Meter runtergehen. Einfach weil, dann fragt er sich, wo ist der Bomber? Ja, genau, du musst einfach ganz tief drüber fliegen. Ja. Sturzkampfbomber war gestern. Ich habe übrigens keinen Boost mehr. Absturzbomber ist der neu. Ach, da ist. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ach, das ist ein Verteidiger, der da rumfliegt. Das ist okay. So. Ganz kurz mal jemanden. Yay, ich habe wieder zwei am Arsch. Kann ich wenigstens ein. Oh, die Flugabwehr. Ah ja, bis der Thomas sich wieder denkt. YOLO. Oh, ich habe einen Gegner am Heck. Wirklich? Thomas wieder am Start. Nein, das ist war. Diesmal war es 1 Barrier 11. Mit der BF-109B. Ja, Rage, was ist passiert? Hier ist jemand reingekommen, der alles voll gespammt hat und dann habe ich ihn gesperrt. Das ist passiert. Ja, läuft doch. Ja, da kenne ich aber auch nichts. Respawn in 2 Sekunden, Sturmfront in 13 Sekunden. Die Nachricht war so ähnlich, wie, hey, klick doch mal auf diesen Link. Oh ja, die besten Nachrichten. Genau. Und... Hier wütet ein schwerer Sturm. Können nicht weiter. Kehren zur Basis zurück. Nein. Habe ich kein Verständnis für. Wenn ihr wenigstens, trotzdem aufladen würde, wenn man keinerlei Dings mehr hat. Also wenn man längere Zeit die Munition nicht benutzt. Ja, naja, du spammst nicht in dem Sinne, Rage. Oh, schau mal, wer da hinter mir kommt. Hallo, Thomas. What's up, Homie? Yo, Homie. Yo, Homie. Ey, ohne Spaß, ich bin auf 3100 Meter und er kommt hier einfach angeballert mit 500 oder so. Und denkt sich so, ey, tot. Ja, das sind die Dinger, die da mit Jetpacks ausgestattet sind oder sowas. Die noch nicht mal erfunden waren. Ja, genauso nach dem Motto. Wir wollen doch nur einen Sieg mit diesen blöden Bombern. Ist echt so, ne? Komm schon. Hey, hallo Thomas. Komm. Nein, ich habe ihn nicht gerammt. Schade. Ja. Ich hätte ihn gerne gerammt. Aber jetzt wird nicht mehr abgeschossen. Von wem eigentlich diesmal? Ich habe keine Ahnung. Wie ungenau die Bomben werden auf 3000 Meter. Ja, klar. Streuen ja ein bisschen. Ja, die streuen richtig. Da drüben ist Thomas wieder. Ja, schön für ihn. Thomas die Lokomotive, genau. Thomas die Lokomotive. Hallo, Maus? Verdammt! Jetzt habe ich das Ziel verpasst, weil ich die Maus nicht mehr mochte. Ich meine, zur Hölle, ich will doch nur andere Terminal spielen!
Ja, komm. Werfen wir einfach mal die Bomben ab. Vielleicht treffen wir ja was. Wackel, wackel, wackel. 3200 ist Max. Achtung an alle Flugzeuge. Huch. Wie konnte das jetzt passieren? Wir haben beinahe gewonnen. Mann. Das ist ja schon wieder deprimierend. Ja. Hey, aber immerhin gehen die Runden recht schnell. Ja, es ist recht schnell deprimierend. Ja.